Hallo zusammen, willkommen zu einem klitzekleinen Video. Ich bin heute mal im Urlaub. Ja, ihr seht es schon am Hintergrund, nicht die gewohnte Umgebung. Ich bin in Augsburg auf Familienbesuch. Es ist wunderbar entspannt hier. Und gestern Abend habe ich tatsächlich schon mal die Chance genutzt, gemeinsam mit meinem Schwager, dem ortsansässigen Skatclub, dem Fuggerbuben Augsburg, einen Besuch abzustatten. Zwei Serien hier mitgespielt, bin herzlich willkommen geheißen worden, gab auch gleich eine wunderbare, schöne, große Karte, hat also richtig Laune gemacht. Kann ich euch grundsätzlich empfehlen, wenn ihr unterwegs seid, einfach mal den lokalen Skatclub besuchen und schauen, wie da die Karten so gemischt und geknetet werden. Ja, das ist andererseits natürlich jetzt auch hier die schlechte Nachricht. Die Karten, das Material habe ich zwar dabei, aber Webcam, zweiten Bildschirm, Lautsprecher, all dieses Equipment habe ich zu Hause gelassen. Und das bedeutet, ich kann heute nicht das tiefgründige Skat-Analyse-Video machen. Ich habe es eben sogar nochmal versucht mit Bildschirmaufnahme, hat aber irgendwie nicht sollen sein, hat heute alles nicht hingehauen. Deswegen nur ein ganz kurzer Hinweis heute zum Thema Skat. Ich hatte es ja vor einigen Wochen schon mal angekündigt und seit 3 Wochen ist es wirklich da. In der Skat-App gibt es jetzt das Rätselforum. Schaut mal einmal hier. Wenn ihr das noch nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr das jetzt mal ausprobieren. Entweder ihr ladet euch die Skat-App kostenlos runter, wenn ihr sie noch nicht auf eurem mobilen Gerät habt, oder ihr aktualisiert mal und dann sollte es direkt neben dem Strategietrainer dieses Rätselforum geben. Und das Schöne ist, selbst wenn ihr es schon ausprobiert habt, es kommt jeden Freitag ein neues Rätsel, so also auch heute Morgen. Das heißt, da habt ihr Skat-Analyse und Knobelspaß jetzt jede Woche neu. Das Schöne, die besten Skat-Spieler haben da mitgemacht. Das sind nicht nur Aufgaben von mir, sondern auch von weiteren erstklassigen Spielern. Und ja, was ich so gehört habe, die Rätsel sind wirklich knifflig und der eine oder andere Hilferuf hat mich schon erreicht. Aber das ist heute noch nicht die Zeit, da irgendwas aufzulösen, sondern erstmal der Hinweis, schaut es euch mal an, probiert es mal aus und vor allen Dingen schreibt mir dann mal in die Kommentare, wie es euch gefällt, welches ist euer Lieblingsrätsel, welches habt ihr richtig lange ausprobieren müssen oder konntet es vielleicht gar nicht lösen. Das sind so Sachen, die mich mal interessieren und damit sage ich jetzt Arrivederci, ich chill mich jetzt erstmal draußen auf die Wiese.